Hallo und herzlich willkommen zu unserem Integration ABC, natürlich wieder mit Adam Kivon und mit mir, Jasmin Bohm. Und wir sind jetzt beim Buchstaben V angekommen. Und das V steht für verteilte Integration. Adam, was ist denn nun damit gemeint? Also darunter kann ich mir jetzt nicht ganz so viel vorstellen, aber ich glaube, darüber haben wir noch eine längere Episode in Zukunft geplant. Also teaser mich mal ein bisschen an, was da passiert. Genau. Also nicht verrückte Integration, sondern verteilte Integration soll einfach nur bedeuten, wie gesagt, wir tauchen da nochmal tiefer ein. In der Vergangenheit haben wir Integration häufig so gemacht, dass wir über einen ESB gegangen sind, über einen Enterprise Service Bus. Der konnte alles. Das war so die eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt, ne? So eine SAP, PI, PO. So Microsoft BizTalk oder so ein, keine Ahnung, von IBM WebSphere, TIBCO. Das waren so die typischen monolithischen Integrationsplattformen, die dann quasi so alles gemacht haben, ne? So von der Topologie her, von der Architektur her eher so Bussystemartig, ne? Enterprise Service Bus halt, ne? Und die Welt hat sich ein bisschen gewandelt. Wir sehen viel mehr verteilte Integration. Das heißt, das Thema Integration und auch einzelne Schnittstellen verteilen sich auf mehrere Integrationskomponenten. Ne? Also wir haben dann klar zugewiesene Rollen, wie zum Beispiel ein API-Management, stellt quasi das API-Gateway dar für eine API, die vielleicht von einem ESB, angeboten wird, der wiederum eine Art von Orchestrierung oder Mediation macht, wo Transformationen ausgeführt werden und spezifische Adapter vielleicht unterstützt werden. Aber auch der Einsatz von Brokern, ne, also wie Kafka Solace, SAP Event Mesh, ne, so typische Broker, über die wir mittlerweile gehen, über so ein Publish-and-Subscribe-Prinzip. Das ist verteilte Integration, ne? Und das ist selten so, dass es einen direkten Event-Producer gibt, der direkt mit einem Broker sprechen kann und einen direkten Event-Consumer, sondern häufig gibt es zuliefernde Integrationskomponenten und entgegennehmende. Ja, nach wie vor muss eine Mediation betrieben werden, nach wie vor wollen wir vielleicht die APIs kuratieren, ne? Wir können quasi eine Async API anbieten, die durch einen Webhook quasi an einen Solace Topic geschickt wird, ne? Was dann wiederum über eine Queue konsumiert wird, über eine Cloud Integration oder eine andere Komponente oder auch ein Microservice dann an eine Anwendung weitergeleitet wird, ne? Also Integration wird immer mehr weniger monolithisch und mehr verteilt. Und das ist nichts Schlechtes dran. Man muss nur den Überblick behalten und verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Und auch hier ist es unsere Aufgabe natürlich, Transparenz zu schaffen, ne? Und ja, dementsprechend alles dafür zu tun, diese Komplexität weiterhin besser beherrschbar zu machen. Genau, das zum Thema heute. Verteilte Integration. Wunderbar, vielen, vielen Dank, Adam. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie über YouTube, wenn ihr euch dieses Video oder unseren Podcast auf YouTube anhört, anschaut, wie YouTube dann auf Englisch die eierlegende Wollmilchsau übersetzt. Das ist Oh ja. auf jeden Fall auch noch so ein Ding. Aber ja, vielen, vielen Dank, Adam. Das war auf jeden Fall unser Buchstabe V, verteilte Integration. Und es ist jetzt, wenn ihr euch das anhört, beziehungsweise wenn das rauskommt, Freitag, also hören wir uns nächste Woche. Vielen, vielen Dank und ja, bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.